Herr Gründel, Ihre Schule hat den Arbeitgeberpreis für Bildung heute bekommen. Wofür? Wir haben uns beworben zum Thema Kooperation. Wir arbeiten mit ganz verschiedenen Partnern aus Wissenschaft, aus Wirtschaft zusammen. Das ganz systematisch ab der 7. Klasse bis zum Abitur. Und dafür, dass wir das eben seit Jahren erfolgreich tun, dafür hat uns die Jury den Preis heute zuerkannt. Gratuliere sehr herzlich. Sie sind ja auch eine Siegelschule, Sie haben das Berufswahlsiegel. Was bringt das Ihnen? Was haben Sie davon? Wir waren das erste Gymnasium in Brandenburg, was sich um den Titel Schule mit hervorragender Berufs- und Studienorientierung bemüht hat, weil wir zeigen wollen, dass die Aufgabe von Schule ist, Schülerinnen und Schüler auf die Zeit nach der Schule vorzubereiten. Und das tun wir sehr komplex mit einem eigenen Programm. Dafür haben wir das Siegel bekommen. Und für uns ist dieses Siegel Ausweis nach außen, dass wir das wirklich qualitativ betreiben. Sie sind eine hervorragende Schule, mehrfach ausgezeichnet. Können Sie anderen Schulen Tipps geben, was sie machen können? Woran muss man denken bei der täglichen Arbeit? Vielleicht fange ich andersrum an und sage, woran man nicht denken kann. An klassische Schule, an ein Schulhaus, in dem die Schüler 6, 8, 10 Jahre lernen. Sondern Schule muss heute die gesellschaftlichen Probleme aufnehmen und dafür muss Schule einfach offen sein. Und für diese Offenheit, dafür würde ich sehr werben und das ist für uns der Schlüssel zum Erfolg, die Menschen von außen in die Schule lassen, Partner von außen in die Schule holen und mit den Schülern an den Problemen arbeiten, die sie irgendwann lösen sollen. Olaf Gründel, Leiter des Leonardo da Vinci Campus in Nauen. Vielen Dank für das Interview. Gerne.